Und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag hier zum Bus-Simulator 21, frisch erschienen seit Dienstag, den 7. September. Und wir sind schon bei Folge 3 mittlerweile. Bitte einsteigen, die gute Mira schon mittlerweile ein bisschen, wenn man sich die mal so ein bisschen anguckt, in die Jahre gekommen. Vielleicht kennen einige sie noch von Bus-Simulator bzw. Bus-Simulator 18. Und hier ist der gute Steve. Steve ist so ein bisschen für unseren Fuhrpark. Nee, Steve ist es eigentlich nicht. Das ist irgendein Busfahrer. Ja. Darf ich jetzt hier auch? Das ist eigentlich irgendein... Hi, Chef. Möchtest du übernehmen? Ja, sehr gerne. Was muss ich dafür machen? Lässt du mich fahren? Ah, toll. Danke. Ah, okay. Das Steuer eines Busses zu übernehmen, gehört zu den Privilegien eines Busunternehmens. Wo geht denn jetzt hin? Diese Route verbindet die beiden Stadtteile Highlander Park und St. Anthony. Fahren wir sie mal ab. Und vergiss nicht, was du gestern gelernt hast. Sei pünktlich und, wie meine Oma immer gesagt hat, Sicherheit geht vor. Hab ein Auge auf die Fußgänger und auf den Verkehr. Okay, ja, ich werde mir auf alle Fälle Mühe geben. Ich werde natürlich auch mal wieder ein paar Vergleiche machen gegenüber Bus Simulator 18 und unseren neuesten Werke hier von Astragon Bus Simulator 21. Erst einmal biegen wir hier rechts jetzt mal ab. So. Oh, Entschuldigung. Gut. Ist auch vollkommen egal. Wäre auf alle Fälle schon mal interessant, wenn dieser Busfahrer, den wir dort haben, ist das jetzt unsere erste Haltestelle? Boah. Wir halten jetzt hier einfach mal. Wenn der Busfahrer, der jetzt gerade nach hinten gelaufen ist, jetzt immer so da hinten sitzen würde, schlechte Halteposition. Hallo, so schlimm war es gar nicht gewesen. Wenn der immer da so bleiben würde, weil wir werden wahrscheinlich später genauso wie beim Bus-Simulator 18, nämlich die Fahrer auch anlernen müssen. Das wäre auf alle Fälle eine lustige und schöne Idee, weil das würde auf alle Fälle realistisch rüberkommen. Ja, falls du ein bisschen wissen wollt, mein erstes Fazit über dieses Spiel hier, auch die erste Jungfernfahrt, dann könnt ihr einfach mal auf die Playlist hier klicken. Ansonsten müsste auch eine Infokarte sein oder auch im Abspann Folge Nummer 2. Willkommen in Angel Shores. Und die Leute reden auch. Mensch, das hat so ein bisschen in der zweiten Folge gefehlt. Da haben die nicht allzu viel gequatscht. Ja, und ihr könnt euch mal so die ersten Eindrücke machen von Angel Shores. Oh, jetzt reden wir schon mittlerweile wieder von Ziegen hier. Wunderschön. Ja, also mein erster Blick hier wirklich auf diese wunderschöne Map. Und sie ist wirklich wunderschön, auch wenn jetzt hier... Also die Regenstreifen, diese Wasserstreifen, die jetzt so die Scheiben runterkommen. Oh, die rasen aber hier auch rum. Ist für mich jetzt ein bisschen pixelig. Also wie gesagt, ich werde halt wirklich viel, viel Augenmerk jetzt darauf legen. Allein, weil ich Bus Simulator 18 ausgiebig gespielt habe mit über 100 Folgen. Gibt es auch eine Playlist dazu. Aber auch in den letzten Monaten, seitdem ich einen PC habe, sehr, sehr viel Simulatoren, gerade auch Bus-Simulatoren gespielt habe, werde ich natürlich hier einen Vergleich ziehen müssen. Gehört einfach so ein bisschen dazu und allein auch schon Astragon, ihr neues Werk, was ist dazu gekommen? Im Großen und Ganzen Regeneffekte wesentlich schöner geworden. Jetzt auch gerade hier bei der ersten richtigen Missionsfahrt, die wir hier haben. Okay, du hättest ruhig rübergehen können. Alles gar kein Problem. Bei der allerersten Missionsfahrt. Wunderschön. Am Anfang war ich erst gar nicht so begeistert gewesen, aber mittlerweile sieht es richtig schick aus. Ein riesen Pluspunkt ist aber auch mittlerweile, ich weiß gar nicht, vielleicht jetzt da hinten einsteigen, der Rolli? Hallo. Hallöchen. Ah, okay. Ich möchte mehrere Fahrkarten kaufen. Ja, warte mal, wir müssen erstmal ganz kurz jemanden hier rauslassen. Aber warte mal, ach, das war so hier gewesen. Ah, Verzeihung. So, Rampe ist draußen, Türchen können wir wieder aufmachen und er kann währenddessen reinfahren und wir werden uns mal angucken, was er hier haben möchte. Ein Fahrgäste möchte eine Fahrkarte kaufen. Achso, da gewünschte Fahrkarte, Senioren, dann eine einfache Fahrkarte, zwei Stück ausdrücken und er hat uns jetzt 20, ich sag jetzt mal 20 Dollar gegeben und 3 Euro, 3,60 kriegt er wieder zurück. Achso, nee, 30 kriegt er nicht zurück, sondern hier, okay. Okay, also Wechselgeld geht auf alle Fälle wesentlich einfach von der Hand. Danke. Man sieht es natürlich auch viel besser und ich habe so viel Rückgeld gegeben. Also man muss ein bisschen aufpassen, es läuft so flüssig, dass man fast schon zu viel und zu schnell tippen könnte. Muss mal wieder ganz kurz mal gucken. Rampe ist nämlich noch drin.
Da könnt ihr aber auch Einstellungen vornehmen, dass ihr gedrückt haltet oder wie ich jetzt hier einfach nur drückt. Sprich, ihr müsst da eigentlich nur die Rampe rauslassen, das war es auch schon gewesen. Nee, aber die Stadt und die Map an sich ist sehr, sehr schön gemacht. Also wesentlich mehr zum Rangieren. Wir sind auch wesentlich mehr hier in der Stadt unterwegs. Finde ich viel, viel schöner als noch in Astra Park und so weiter. Die Map im Übrigen vom Bus 118, die ist hier auch vorhanden. Also die europäische, in Anführungsstrichen europäische Map, die ist hier auch vorhanden. Die können wir wahrscheinlich erst nach der Story hier freischalten. Und da bin ich mal gespannt, was da Neues dazugekommen ist. Ob es da irgendwelche Aufarbeitungen gab. Ich denke mal, Grafik wird da schon ein bisschen verbessert worden sein. Aber vielleicht erwartet uns auch vielleicht eine größere Map. Also da bin ich wirklich ganz doll gespannt. Das Ganze schon mal, wie gesagt, ist ja eine Info, bevor wir uns jetzt hier wieder zur eigentlichen Mission richten. Das Ganze auf den Konsolen, also für die Xbox Series X bzw. für Xbox One, 49,99. Aktuell gibt es noch, glaube ich, keine Erweiterung für die neuesten Konsolen, sprich HDR oder 4K, was auch immer. Aber wie gesagt, ich bin jetzt gerade jetzt hier bei Dämmerung, weil es ist ja 8.07 Uhr. Ich würde mal sagen, auf dem Abend oder auf dem Morgen. Aber zumindest geht die Sonne gerade auf. Also alles ein bisschen sehr schön rötlich dargestellt. Sieht wesentlich schicker aus als noch in der Jungfernfahrt. Da war ich ein bisschen, ja, unzufrieden gewesen. Das Busunternehmen wurde von der Stadtverwaltung dicht gemacht, weil sie sich nicht an die Bedürfnisse der Fahrgäste angepasst haben. Ah, solche Arschlöcher aber auch. Ich bin mir sicher, dass unser Streckennetz der Stadt gerecht werden wird und wir das Vertrauen der Leute gewinnen. Deswegen stehen überall in der Stadt alte Bushaltestellen. Manche könnten vielleicht einen frischen Anstrich gebrauchen, aber sie sind ein toller Anfang. Genau, okay. Wir sind währenddessen aber damit gerade beschäftigt, hier wieder die Leute mit Fahrkarten zu besiegen. So. Und zack. Danke. Bitteschön. Gut, das war's gewesen. Steuerung an sich ist gleich geblieben. Nochmal kleine Information, Randinformation für die Leute, die ein Lenkrad besitzen. Wenn ihr es angeschlossen habt, versucht das Spiel einfach mit einem Lenkrad zu starten. Ich habe zum Beispiel ein Logitech G920 für die Xbox. Sollte es, und das seht ihr halt in den Einstellungen, nicht erkannt werden, dann stöpselt es einfach auch während des Spiels einfach mal ab. Wieder anstöpseln, es dreht sich, wird quasi erkannt und dann müsste das funktionieren. Dann könnt ihr aber die Steuerung am Lenkrad nicht ändern, was ein bisschen schade ist, aber das ist halt eine Vorab-Einstellung. Da es halt auch für einen PC rausgekommen ist, gäbe es dort... Oh. Hoppala. Ja, ja, Marek. Ein Augenblick. Läuft schon mal hier richtig gut. Wo ist... Ist so praktisch. Oh. Gestern bin ich auf ein Käffchen zu meiner Freundin gefahren. Sie hat einen Augenblick, kurz mal rückwärts hier einpacken. Sag ich Ihnen, Margarete meinte, man muss einfach die Schokolade temperieren. Aber ich habe in meinem Leben genug Kuchen gebacken. Ich weiß, dass die Frische der Eier entscheidend ist. Je frischer die Eier, desto besser der Kuchen. Vielleicht ein bisschen vorfahren, ja. Okay, gut, es ist jetzt nicht so weit, aber... überhaupt zu? Nee, ich höre jetzt gerade gar nicht zu. Hör auf, sie mich voll zu quatschen. Was Erdbeerkuchen. Oh, die Leute quatschen hier jetzt richtig viel mittlerweile, war ganze Sätze. Mira, ist das normal? Naja, okay. Mira redet auch nicht mit uns. Ja, allein schon oben rechts hat man auch ganz gut gesehen, was man hier auch mittlerweile für Erfahrungspunkte bekommt. Die hat man erst im Nachhinein gesehen, jetzt sieht man sie schon im Vornherein, auch was alles richtig war, zum Beispiel das Parkentüren aufmachen, der Haltepunkt. Der ist auf alle Fälle auch wichtig. So. Alles dringe? Okay. Weiter geht's. So, Tempomat haben wir natürlich hier auch. Das heißt, er fährt... Oh, Tempomat ist es ja nicht. Es ist ein Geschwindigkeitsregler. Der regelt dann die Geschwindigkeit auf... die Geschwindigkeit, die in die Region oder in der Region jetzt hier richtig ist. Und dass wir... Ja. Und das Schöne ist aber, mittlerweile können wir ein bisschen Gas geben, denn rennen die auch los. Das macht auf alle Fälle richtig viel Spaß, wie panisch sie denn wegrennen. Aber ansonsten ist es halt wirklich vom Kartenaufbau komplett anders. Macht auf alle Fälle wesentlich mehr Spaß. Also man ist auf alle Fälle... Oh, hoppala. Ist auch in Ordnung. So. Ein Augenblick. Hoppla! Okay, wir sind da. Ja, ich pack immer so. Was, ist so verkehrt? Es geht doch.
Also es könnte schlimmer sein. So, wer möchte eine Fahrkarte? Sehr gerne doch. Sie wollen eine normale Fahrkarte haben, eine Tageskarte. Das natürlich einzeln und 3,80 gibt's zurück. Danke. Ja, läuft relativ gut. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Na, sehr gerne doch. Auch eine normale Fahrkarte, eine einfache Fahrkarte. Einfach, zack. Danke. Ne, springt aber immer wieder auf 2 Euro. Ob es jetzt gut ist, weiß ich nicht. Manchmal kann man es so ein bisschen einrichten, dass man zum Beispiel nur 50 Cent Stücke nimmt, aber vollkommen in Ordnung. Also gar kein Ding. Gut, Türchen zu. Dann versuchen wir uns mal hier irgendwie rauszuschlängeln. Wo müssen wir jetzt lang? Wir müssen jetzt hier lang. Gucken, einmal abbiegen. Oh, hoppala, hoppala. Ah. Oh, das ist so ungewohnt hier alles. Ich finde auch, wir sitzen relativ weit vorne. Aber es hat nur Gewohnheitssache. So, Ampel ist grün. Auf die Ampel müssen wir natürlich auch hier so ein bisschen achten. Hier in Amerika ist es auch so, dass bei roten Ampeln ist erlaubt, rechts abzubiegen, auch wenn sie rot ist. Aber vom Aufbau der Straße ist halt komplett was anderes. Es ist sehr amerikanisch angehaucht, richtig cool gemacht. Aber wenn man natürlich jetzt noch von dem Bussimulator von damals auch so gewöhnt ist, ist es dann schon ein bisschen was anderes. Achso, Endstation, liebe Freunde. Bitte alle hier aussteigen. Na, sieh mal einer an. Der erste Zahltag ist gekommen. Wenn wir unsere Routen weiterhin bedienen und unseren Fahrgästen den besten Service bieten, entlohnt uns die Stadt regelmäßig. Ich habe eine Idee, wie wir unseren ersten Zahltag verbringen. Park den Bus und komm, ich habe eine Überraschung für dich. Oh, ich bin mal gespannt. Okay, das war's gewesen. Bitte einsteigen. So, jetzt sehen wir mal so ein bisschen, das ist halt auch alles ein bisschen moderner, sauberer und cleaner dargestellt, wie wir was hier angefahren sind, welche Ergebnisse wie bei den einzelnen Bushaltestellen zum Beispiel besitzen, oder was wir halt auch alles hier erreicht haben oder nicht erreicht haben. Zum Beispiel haben wir, was nicht gut war, 2-mal schlechte Haltposition, 3-mal Haltestelle zu spät erreicht und so weiter und so fort. Sonst haben wir jetzt 10.800 Euro oder wir hätten 9.800 Euro bekommen, abzüglich der Buswartung und der Gehälter sind wir bei knappe 6.000 Euro. Okay, dann würde ich mal sagen, Route wählen. Oder was machen wir jetzt hier? Uschi? Was machen wir denn jetzt? Absenkung, eine Rampe. Oh, Geschwindigkeitskontrolle. Okay, gut. Gucken wir uns später mal an. Also wir haben ein paar Funktionen mehr. Was machen wir denn jetzt hier? Sir? Oh, sind eingeschlafen. Hey, Entschuldigung. Einmal aufwachen, aufstehen. Dann Röschen. Noch einen Tag, dann habe ich endlich frei. Ja, das ist schön. Ich habe jetzt schon frei. Steck mal hier bitte aus. Hallo, ich hab Feierabend. Alles klar, gut. Wir gehen alle einsaufen. Mira, wo gehen wir jetzt hin? Mira. Okay, gut. Dann halte ich halt einfach da. So. So, öffne die Vordertür. Folge Mira zur Station. Wo gehen wir jetzt hin, Mira? Hab ich auch? Das ich habe auch einen Ring. Der hiesigen Bushändler. Du kannst jederzeit herkommen, um Busse zu kaufen. Warum läuft mein Charakter so komisch? Mira, ich habe keinen Regenschirm. Mira, kriege ich einen Regenschirm? Ich renne einfach jetzt hin los. Ich habe keinen Regenschirm, also beeile ich mich. Was ist das jetzt hier, Mira? Ach, da können wir was einkaufen. Über diese Benutzeroberfläche siehst du, was er im Angebot hat. Kann es sein, dass wir mittlerweile hier wirklich auf Open World nur noch aus sind? Also nichts mehr mit Hauptmenü und Einzelnen, sondern wir machen hier wirklich nur noch alles auf Open World und müssen dann wirklich zu den einzelnen Punkten fahren. So, mal gucken, was wir jetzt hier alles haben. Wir haben Alexander Dennis Bluebird. Hier haben wir die verschiedensten Arten von Bussen, die wir jetzt hier zur Verfügung haben. Einige Busse dazu gekommen. Haben wir auch einen Gelenkebus eigentlich? Ah, hier sind auch die einzelnen Kategorien. Ah, oh.
Oh, sehr schön. Ja, Gelenkebus haben wir ja auch. Gut, hier haben wir alle in dem Sinne. Was soll ich jetzt eigentlich machen? Wähle einen Bus für eine Testfahrt. Egal, achso. Ja, gut, toll. Dann kann ich ja hier nur die standardgemäßen nehmen, wa? Ich würde eigentlich ganz gerne hier... Kann ich hier irgendwie... Nee. Kann also einfach nur... Obwohl... Nee, Testfahrt nicht. Cool, also wir können vorher, bevor wir den kaufen, hier auch eine Testfahrt machen. So, da ist der Citaro K, den kennen wir auch schon. Da wird sich wahrscheinlich nicht viel geändert haben. Beim Citra hat sich so ein bisschen was geändert. Der ist auf alle Fälle moderner. Es kann aber auch so ein bisschen wirken, weil es hier alles ein bisschen sauberer und cleaner auch ist. Also da ist auf alle Fälle Detailgrad gestiegen. Auflösung ist auch höher. Gefällt dir dieser Bus? Kein Nonplus Ultra, aber trotzdem gut. Bist, such dir an der Station einen anderen aus. Wenn alles passt, fahr zur Ausfahrt, um dieses Modell zu kaufen. Ah, okay. Alles klärchen. So, was haben wir hier? Scheibenwischer an. Und Drive. Gut. Ja, jetzt Citaro K ist schon ein geiler Bus. Okay. Mal gucken, wie wir hier durchkommen. Da lang. Da lang. Sehr schön. Oh, nice. Ja, jetzt Citaro K, der ist einwandfrei. Schade, wir können hier aber nicht driften, habe ich so das Gefühl. Wir müssten vielleicht ein bisschen mehr Gas geben. Ah, doch ein bisschen geht. Nee. Ah, jetzt Citaro K. Hoppala. Ah. Hui, ui, ui, ui. Bester Busfahrer der Welt. Okay, der Citaro K ist cool. Gut, damit können wir auf alle Fälle anfangen. Sehr gerne. 100.000 habe ich aber auch. Mira, dass du mir jetzt pleite machst. Lass uns jetzt zur Lackiererei fahren. Unser Kollege Ted wartet schon dort. Ach, Mira, du bist ja auch Dränge. Okay, Mira, dann halte ich ja mal fest. Wir werden natürlich ein bisschen gucken, was... Oh. Was das Baby so unter der Mutterhaube hat. Also Busse sind sehr viele dazu gekommen. Hat schon so ein bisschen blicken können. Und ich denke mal, da kommt noch so einiges an DLCs. Aber die vorab hier schon mal draußen sind, die wir natürlich auch erstmal freischalten werden, wenn wir wesentlich weiter von unserer Errungenschaft und Erfahrung sind. Ist schon extrem viel. Darauf freue ich mich schon. Gerade auch die verschiedensten Varianten, die wir hier haben. Wesentlich schöner auch dargestellt und aufgebaut. Vorher war es ja immer so ein bisschen gewesen. Ich denke mal, das wird sich dann auch so handhaben, dass wir die Marken haben. Was ich immer gesagt habe, warum haben die nie die Marken einfach kategorisiert und dann die einzelnen verschiedensten Varianten von dieser Marke denn in einen Ordner gepackt? Das haben sie jetzt hier gemacht und ich denke mal, wenn wir später mehr Busse haben, dann wird das genauso hier aufgelistet sein. Aber gut, früher war es ja auch noch so ein bisschen gewesen, dass wir immer im Hauptmenü waren und neu angefangen haben. Hier fahren wir höchstwahrscheinlich wirklich Open World und sind hier wirklich von A nach B unterwegs und beginnt dementsprechend auch unsere neue Mission. Richtig schön. Hier eine kleine Bauarbeiterstelle. Ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt für immer da ist oder nur temporär. Ab und zu vielleicht mal wieder verschwindet mit der Zeit. Aber finde ich cool. So, jetzt habe ich jetzt mal den Geschwindigkeitsbegrenzer angemacht. Hier sind jetzt 66 erlaubt. Okay. Ja, die Bremsen sind extrem. So, wen haben wir denn da? Ich möchte dir jemanden vorstellen. Das ist Ted Kane. Er ist der Sprecher für wirtschaftliche Entwicklung hier in Angel Shores. Freut mich, dich kennenzulernen. Hi, Ted. Es ist gut, dass es in der Stadt wieder ein öffentliches Verkehrsnetz gibt. Das wirkt bereits wie ein richtiges Busunternehmen. Sorgen wir für den passenden Look. Höchste Eisenbahn, unsere Busse mit einem Logo zu versehen. Keine Sorge, die Lackiererei kann uns da weiterhelfen. Okay, ich will jetzt aber hier, ich hoffe mal nicht, weil das Spiel ist schon mal ein bisschen sehr ausgefallen. Es soll jetzt schon ein bisschen sehr hip und knallig wirken. So. Feststellbremse haben wir. Gut, jetzt haben wir unser Mercedes-Benz Citaro K. Da haben wir jetzt das Aussehen an sich. Wir können Werbung anbringen, die sind doch alle gesperrt. Innenausstattung. Oh, da sind viele schöne Sachen dazugekommen, die auch wirklich schick ausschauen. Nehmen wir auch mal den hier. Aussehen.
Das ist die Hauptfarbe, Akzentfarbe, die Hauptfarbe an sich. Da können wir dann hier schön was wählen. Wir haben ganz viele, sehr viele Farbtöne. Sehr schön. Denn die ganzen Akzente. So, und hier kann man irgendwelche Aufkleber auch verwenden davon. Ja, die sind ja sehr ausgefallen. Aufkleber an sich gehen, glaube ich, auch immer. Also das ist auf alle Fälle alles hier möglich. Wir nehmen aber erstmal eine stinknormale Hauptfarbe. Ich würde mal sagen, komm, gehen wir mal hier auf etwas Blaues ein und machen das Ganze noch mit einer Akzentfarbe noch einen Ticken blauer. Könnten aber natürlich auch was wie einen Grünton nehmen, denn es ist ja von manchen Stellen aus gesehen ein bisschen grünlicher. Das ist dieser kleine Perleffekt. Aber wir nehmen jetzt mal hier komplett blau. So, Vollkleber. Ich weiß nicht, ich sag, was das hier ist. Ich habe keine Ahnung, was. Ach! Das habe ich irgendwo. Habe ich irgendwo eine Null aufgepackt? Aufkleber löschen. Okay. So. Habe ich das schon gemacht, oder? Muss ich noch was machen? Werbung? Okay. Änderung übernehmen. Annehmen. Cool. Rauf auf die Straße. Eine neue Mission. Hab seinen Namen schon wieder vergessen, wie er da heißt. Das nenne ich mal echtes Markenbranding. Sieht toll aus. Naja, ich weiß schon, was relativ normal. Machen. Entschuldige die Störung, Mira, aber ich muss die Expansionspläne mit dir durchsprechen. Ja? Achso. Willst du aussteigen, Mira? Ja, Mira, langsamer geht's wohl nicht, wa? Ja, genau. Alles klar, Ted. Und willst du vielleicht jetzt mit unserem hübsch gemachten Bus nochmal die Route abfahren? Ich ruf dich dann später an. Öffne das Kartenmenü. Gut. Route wählen. Das ist unsere Route 2. Das war, glaube ich, hier Route 1 gewesen. Wir gehen jetzt hier auf Route 2. Und jetzt fahren. Dann nehmen wir unseren... Naja, wir nehmen jetzt natürlich den hier gleich. Gut. Ach, sehr schön. Okay, der Aufbau gefällt mir wesentlich besser, dass wir hier Open World haben. Das ist immer süß, wie zu rennen. Das hätten sie Angst vor uns. Ach, herrlich. Also, ich muss sagen... 50 Euro jetzt mal, um das mal so ein bisschen jetzt in Worte zu fassen, um mal den Vergleich zu setzen. Lohnt es sich für 50 Euro? 50 Euro ist schon hart, aber das Spiel ist von Grund auf nochmal neu gemacht worden. Also, hallo, es ist schon eine Veränderung. Lief alles glatt? Ich habe schon die nächsten Schritte vorbereitet und möchte dich jemandem vorstellen. Ich hol sie mal dazu. Okay. Das ist Trish Harper. Ich bin für Tourismus. Hallöchen. Schön, dich kennenzulernen. Hi. Ich freue mich darauf, alle Sehenswürdigkeiten der Stadt miteinander zu verbinden. Fangen wir mit West Oakwood an. Da spielt sich das Nachtleben der Stadt ab. Es wäre toll, wenn die Leute nach einer Partynacht den Bus nach Hause nehmen könnten. Ja, natürlich. Ja, das können wir alles machen. Die gut gelaunte Jugendgemeinde holen wir den Alkoholisierten von den Partys ab. Ein Fahrgast hört zu laut Musik. Okay. Ey! Hallo! Oh, Entschuldigung. Funky Town. Pass mal ein bisschen mehr auf hier. So, öffne die Karte. Route erstellen. Ja, okay, aber das müssen wir jetzt nicht machen. Ja, ja, machen wir. Okay, komm. Dann erstellen wir halt die Route. Für dich machen wir bitte. Das heißt... Hier muss ich raus. Ja, ja, machen wir gleich. So, also hier. Schön.
Schön, dass du mir alles schon so vorgibst. Trish hat sowas von recht. Lass uns die neue Route in der Nacht abfahren und das pulsierende Nachtleben von Angel Shores genießen. Oh, da bin ich mal gespannt. Kommt natürlich alles in der nächsten Folge. Wir fahren jetzt noch in der Folge die Route jetzt zu Ende und fahren jetzt Haltestelle Nimitz Sea Drive an. So, Tempomat ist dringe. Immer Boote auf dem Meer sehe, möchte ich sehen. Süß. Gut, warum muss ich nochmal Kartenmenü öffnen? Jetzt nicht. Das ist ein bisschen nervig, finde ich jetzt ehrlich gesagt, dass wir hier... Zeit vorspulen auch nicht. Weißt du, Kind, ich fahre hier gerade eine Route. Das ist jetzt ein bisschen nervig. Sie hat uns gesagt, wir sollen eine Route fahren. Dann fahren wir die Route und auf einmal kommt dann schon die andere Anforderung. Hier, fahren wir bei Nacht. Um die Partygemeinde zu verbinden. Nee, ich fahre jetzt einfach mal durch. Wir müssen sowieso ein bisschen gucken, was geht, was nicht. Dass natürlich jetzt die Mühe oder die Anzeige oben da immer noch da ist, nervt gerade ein bisschen, aber egal. Immerhin sind wir pünktlich da. Hallihallo, Hallöchen. Wer möchte eine Fahrkarte? Ich brauche mehrere Fahrkarten. Na, Klärchen. Ein Seniorenticket sieht gar nicht so aus. Junges Ding, sie. Mensch. Und danke. Bitteschön. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Na, selbstverständlich. Was hätten Sie gerne? Sind jetzt Studententicket verkaufen wollen. Oh. Danke. Oh, da werden wir richtig viel Freude haben, glaubt mir mal. Also wie gesagt, in den nächsten Tagen und ein, zwei Wochen kommen sehr, sehr viele Folgen. Dann werden wir uns alles hier gemeinsam spielen. Auch gleich als kleiner Leitfaden. Amerika im Übrigen auch, in den meisten Fällen sind die Ampeln auch hinter der Kreuzung gestellt. Nicht wundern. Bleib ganz ruhig. Finde ich manchmal sehr übersichtlich. Manchmal sind sie trotz all dem vor der Kreuzung. Das ist manchmal ein bisschen irreführend. Ja, okay, gut. Also an den Fußgängern musste ich noch ein bisschen was ändern. Dass sie von Hause aus schon mal ein bisschen schneller laufen. Und nicht sofort losrennen, außer wenn es halt wirklich nötig ist. So, jetzt haben wir wieder einen Rollstuhlfahrer. Habe ich jetzt eigentlich... Da ist er. Wo habe ich meine Schlüssel hin? Hallo. Ja, die Haare sind so funky. Diese Woche brauche ich mehr als... Namaste. Na klar. Was willst du denn haben? Du willst einmal Seniorenticket? Ist ja so richtig Seniorenhobhook hier. Hier können sie ihre Rente richtig schön verbringen. Danke. Bitteschön. So, Rampe rein. Kurz mal in den Spiegel geblickt. Ich muss gleich mal den Blinker hier, den Scheibenwischer ausmachen. Dann mal, machen wir mal hier fix. So. Haben wir den jetzt ausgemacht? Dann machen wir ihn halt so aus. Einen Augenblick, Scheibenwischer, dann zeigt er uns auch mal an. Das ist auch ganz schön, was wir ausstellen müssen und was nicht. Ach man, ey, das Layout der Map, das ist wirklich ein Träumchen mittlerweile. Schlaglöcher mal wieder nicht. Dass manche Kurven hier ein bisschen schwerer einzusehen sind. Weil vorher war es schon bei Bus-Simulator 18 ein bisschen sehr simpel gemacht. Aber ist schon heftig, was da oben manchmal so angezeigt wird. Also wir kriegen hier jetzt nicht direkt Minuspunkte, aber was halt nicht so gut war, wird angezeigt. Da waren wir ja 2 Punkte gewesen. Die waren zum Beispiel nicht ganz so gut gewesen. Was aber halt auch nicht schlecht ist, muss man sagen. Also man muss sich dann schon mal ein bisschen wesentlich mehr Mühe geben. So. Achso. Ein Studententicket. So, eine... Was? Urlaub? War ich noch nie. Was? Urlaub? Noch nie? Ich auch nicht. Was ist Urlaub? Kann man essen? Noch einer? Nö. Müssen uns doch trotzdem ein bisschen ranhalten. St. Anthony Church ist der nächste Halt. Oh,
Boah, puh. Oh, schöne Station. Okay, gut. So, ja, ich bitte Sie alle hier auszusteigen. Wir haben ja ein bisschen gelernt. Wir müssen ja so ein bisschen achten. Es kann sein. Oh, hoppala. Kann ich eigentlich auch bei offener Tür? Ich mag meine Maßeinheiten in Yard, Fuß und Zoll. Vielen Dank. Wie kommt er jetzt darauf? Wie kommt er darauf? Du hast die Route erreicht. Ende der Route erreicht. Habe ich jetzt 4 oder 5 Sterne bekommen, weil der 5. Stern ist so leicht hell. NPC-Fahrer werden diese Route mit... Oh! Okay, also da machen wir jetzt nicht mehr allzu viel. Die Busse werden jetzt automatisch schon losgeschickt. Kann aber sein, dass da noch irgendwas kam. Vorher war der immer so gewesen, wir mussten das wirklich selber an. Mittlerweile ist automatisch. NPC-Fahrer fahren diese Route mit 79,194%. Okay, gucken, ob hier... Gibt es hier wieder mittlerweile Müll? Sieht aber nicht ganz so aus. Nö. Unsere schöne Sonderfahrt. So. Dann würde ich mal sagen, Freunde der guten Laune, das war's gewesen. Ich werde jetzt, keine Ahnung, werde jetzt höchstwahrscheinlich noch ein bisschen hier rumfahren, weil mittlerweile Open World. Und dann würde ich mal sagen, dann sehen und hören wir uns bei der nächsten Folge vom Bus Simulator. Gebt den ganzen einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und ja, seid dabei, wenn es beim nächsten Mal denn weitergeht. So, die Rampe noch rein und dann sehen und hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss. Das Leben ist so wunderbar, denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt für eine besondere Zeit. Bis bald.